Hallo, mein Name ist Gamir und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 1. FC Köln Karrieremodus. Wir spielen heute gegen Hoffenheim zu Hause. Wir sehen hier in der Tabelle, Hoffenheim ist aktuell auf dem 14. Platz, kämpft noch um den Klassenerhalt, sieht aber eigentlich ganz gut aus, wenn man das mal so betrachtet. Im Moment sind Ingolstadt, Leipzig und Darmstadt unten. 4 Punkte trennen Darmstadt und Hoffenheim. Also Relegation wäre theoretisch und praktisch natürlich noch möglich, besonders wenn wir heute gewinnen sollten. Ich habe das Team heute fertig gemacht. Es sieht eigentlich ähnlich aus wie in den letzten Spielen. Gnabry vorne im Sturm, Freilings, Bittencourt und so weiter und so fort. Ich werde euch das später nochmal richtig vorstellen. Auf jeden Fall müssen wir heute kämpfen. Wir müssen heute kämpfen. Wir haben die Möglichkeit, ein bisschen wieder Boden gut zu machen gegenüber Gladbach und Bayern. Wir sind immer noch im Meisterschaftsrennen. Allerdings haben wir die schlechtesten Karten im Vergleich zu den anderen beiden Mannschaften. Deswegen konzentrieren wir uns eher darauf, dass wir es irgendwie hinkriegen, uns für die Champions League zu qualifizieren. Ich denke mal, europäisch sind wir auf jeden Fall. Also wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall im Europapokal spielen, aber ich würde gerne in der Champions League spielen und da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen kämpfen, auch wenn die Ausgangslage mehr als gut ist. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal ins Spiel klettern gegen Hoffenheim, gegen einen wahrscheinlich schweren Gegner. Oh, ich sehe gerade Schauer. Naja, müssen wir mal gucken, wie es wird. Wir sehen uns jetzt gleich im Rhein-Energie-Stadion. Herzlich willkommen in Köln-Müngersdorf zum Spiel. 1. FC Köln gegen 1899 Hoffenheim. Ja, im Rhein-Energie-Stadion erklingt natürlich wieder die FC-Hymne und die Fans sind gespannt auf dieses Spiel. Das könnte ein richtungsweisendes Spiel mal wieder sein für den 1. FC Köln. Endlich mal wieder europäisch. Das ist die Devise. Ich denke, wir sind gut drauf im Moment. Wir sind drauf und dran, es echt zu schaffen, in die Champions League sogar zu kommen. Ich glaube, die Kölner Fans wären glücklich schon alleine mit dem Europapokal. Aber nein, wir sind drauf und dran, es sogar in die Champions League zu packen. Und das ist natürlich der Oberhammer. Hier sehen wir die Tabelle, wir auf dem 3. Platz. Ich glaube, da braucht man gar nicht diskutieren. 38 Punkte hat der 8-Platzierte. Das ist 18 Punkte von uns entfernt. Ich glaube, wie viel haben wir? 56, glaube ich, ne? Ja, ist mehr als genug Punkte entfernt, sodass wir auf jeden Fall schon mal sagen können, europäisch sind wir qualifiziert, aber wir wollen natürlich in die Champions League. Das ist das große Ding, das ist das große Ziel hier. Hier ist unser Team mit Horn, Hector, Heinz, Sörensen, Olkowski, Höger, Sané, Frei, Bittencourt, Risse und Gnabry vorne im Sturm. So werden wir auflaufen. Sané darf wieder ran, spielt heute neben Höger. Und Hector ist auch wieder fit, kann jetzt die linke Verteidigerseite wieder beackern. Ach, das wird schön, das wird unglaublich schön. Wir warten jetzt auf das Team von Hoffenheim. Die sind natürlich auch nicht zu verachten. Hier ist das Team. Baumann im Tor, Kim Jin-Soo, Bicakcic, Gazal, Hübner, Kaderjabek, Polanski, Rudi, Radovanovic und vorne Kramaric und ich weiß nicht ganz, vielleicht Uth. Vielleicht gut, ich habe keine Ahnung. Vargas, Eduardo Vargas wird auch im Sturm spielen. Ja, also über die Offensive kann man, glaube ich, bei Hoffenheim gar nicht meckern. Die Hoffenheimer Offensive ist ziemlich stark. Eduardo Vargas, ich mag den irgendwie, den Knaben. Auch wenn er irgendwie sich, glaube ich, in Hoffenheim nicht so sonderlich wohlfühlt. Dachte wohl, das wäre eine große Stadt in Deutschland und dann kommt er in so ein Dorf, wo er vorher nur vielleicht ein paar andere Städte kennengelernt hat. So, jetzt aber erstmal Hoffenheim mit dem Spielbeginn. Höger setzt sich erst durch gegen Radovanovic. Vargas. Ja, auf jeden Fall nicht zu verachten, die Hoffenheimer. Also ich glaube, wir müssen da tatsächlich aufpassen, dass wir da nicht irgendwie in Verlegenheit geraten. Wir müssen eine gute Defensive hier haben. Und aus dieser guten Defensive müssen wir die Möglichkeiten nutzen, die uns geboten werden. Chancen werden wir auf jeden Fall haben, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt erstmal Bittencourt. Wird gelegt. Wird aber auch nicht gepfiffen. Olkowski, naja, auf Nummer sicher. Das müsste jetzt eigentlich eine gelbe Karte geben. Auch wenn ich glaube, er wollte eigentlich nicht auf zum Ball. Er wollte rein auf den Mann. Aber ich denke mal, gelbe Karte ist vollkommen in Ordnung hier an der Stelle. Also alles in Ordnung. Sané. Oh, schöner Ball auf Risse. Risse kann jetzt mal die Flanke setzen. Die Flanke kommt sogar ganz gut. Baumann. Und Höhler jetzt aus der Ferne. Aber nein, alles in Ordnung.
gut geholt von Höger. Und Gnabry! Das frühe Tor in der 12. Minute. Was war das denn für ein Hammer? Sané sieht Bittencourt, der sofort auf Gnabry aussetzt seiner Verteidigung von Hoffenheim. Kann man ihn denn so laufen lassen oder an ihm vorbeilaufen? Tja, und er nutzt das natürlich aus, macht das Ding. Sein viertes Tor in der Bundesliga. Ich glaube, sein drittes dann für den ersten FC Köln. Ich glaube, es hat sich gelohnt, ihn zu verpflichten. Er macht gute Spiele, muss man sagen. Gute Leistung immer von ihm. Auch wenn er manchmal ein bisschen Pech hat in diversen Situationen. Aber ich glaube, ich will ihn nicht mehr missen. Risse, sehr schön. Höger. Und Bittencourt versucht den Schuss, aber wurde geblockt, sodass Baumann überhaupt keine Probleme mehr hat. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob Baumann Probleme gekriegt hätte, wenn der Ball hier durchgegangen wäre. Ich glaube, das war eher so ein laues Schüsschen. Kadeja weg. Schön gemacht von ihm. Radovanovic. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Sané muss hinterher. Oh, schön gemacht. Und gut geholt von Kerim Frey. Das war stark. Bittencourt. Ah. Er kämpft sich aber weiter den Ball. Höger. Sehr stark. Bittencourt. Schön weitergelegt. Auf Gnabry. Gnabry. Vielleicht mit der Flanke. Nein, die wird gestört von Gazal. Stark gemacht. So, die Ecke für den ersten FC Köln. Über Bittencourt und Kerim Frey. Frey mit der Flanke. Oh, die kommt sehr gut. Aber Baumann. Und das wird auch gefoult. Das wird auch gepfiffen. Stürmerfoul von Sané. Deutscher Pokal, das ist das nächste Spiel. DFB-Pokal Hertha BSC gegen den ersten FC Köln. Das wird auch, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Zwei Vereine auf Augenhöhe, die natürlich weiterkommen wollen. Oh, was war das denn von Olkowski? Sörensen, sehr stark. Und jetzt wieder der erste FC Köln. Ah. Bittencourt, das war eine gute Idee, direkt weiterzuleiten auf Gnabry. Wenn er durchgekommen wäre, dann wäre das Wahnsinn gewesen. Oh, schön von Heinz. Gut geklärt. Aber Hoffenheim jetzt mit Powerplay so ein bisschen. Geben ein bisschen mehr Gas, sind offensiver jetzt im Spiel. Sie wollen natürlich gewinnen, sie müssen natürlich gewinnen. Damit sie den Klassenerhalt packen. Bittencourt. Ah, schlechter Ball von Bittencourt. Ja, im Moment, auch in den letzten Spielen hat sich das angedeutet, ist er nicht so richtig in Form, was die Pässe angeht. Ah, das wird gepfiffen vom Schiedsrichter. Ich weiß nicht so recht. Für mich war das ein normaler Zweikampf. Aber nun gut, kann man pfeifen, kann man pfeifen. Jetzt der Freistoß. Aber das ist überhaupt kein Problem für ein Torwart wie Timo Horn. Und das war stark von Höger. Richtig gut gemacht. Risse. Ja, schlechter Ball. Und wieder Hoffenheim am Start über Kramaric. Heinz kämpft und kämpft und es wird wieder gepfiffen. Also ich weiß manchmal nicht. Der Schiedsrichter pfeift ziemlich kleinlich. Ich weiß nicht, ob das der Partie wirklich gut tut. Und schön geklärt. Jetzt vielleicht der Konter über Olkowski. Kerim Frey sieht Höger. Ah, der verliert den Ball. Ärgerlich. Und jetzt wieder Hoffenheim. Hoffenheim wird stärker. Ich sage ja, die können in der Offensive definitiv was. Ah. Ja, da hat Höger ein bisschen zu lange gewartet, den Ball hier weiterzuspielen. Und wieder Hoffenheim. Also bisher macht das Hoffenheim ziemlich gut. Kader Jabek stark gespielt. Oh, 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 oh. Und geklärt. Also sehr starkes Pressing von Hoffenheim. Die sind sofort am Mann. Machen es uns ziemlich schwer, hier einen Spielaufbau hinzukriegen. Na klar, sie müssen was reißen. Für sie ist es jetzt egal, ob sie jetzt 1-0 hinten liegen, 2-0 hinten liegen oder sonst was. Sie müssen, solange es 1-0 steht, müssen sie Gas geben und hier alles versuchen zu erreichen. Wahrscheinlich auch sogar danach. Sehr guter Ball auf Bittencourt. Ah, wie Čačić. Stark gemacht. Radovanovic. Weiter auf Kramaric. Und damit ist die erste Hälfte vorbei.
Ja, der 1. FC Köln führt ja 1-0. Mittlerweile würde ich fast sagen, es ist ein bisschen glücklich. Wir sind mit einer Druckphase gestartet, haben in der Druckphase direkt das Tor gemacht. Und jetzt wurde Hoffenheim immer stärker. Sie müssen stärker werden, weil sie sonst absteigen, wenn sie hier nicht irgendwie Punkte holen. Sie haben immer noch ein gutes Puffer, ganz klare Sache, aber ja, man weiß nie. In der Bundesliga ist alles möglich. Kramaric. Das ist alles möglich, außer eine Meisterschaft eigentlich. Unabhängig von den Bayern. So, jetzt wir wieder. Wir müssen so langsam mal ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel kriegen. Sonst wird das hier wieder nichts. Heinz. Die Ruhe ist uns abhanden gekommen. Hier sehen wir es auch wieder mit dem Ball von Gnabry. Also das ist ganz, ganz schwach gespielt. Leider Gottes. Kramaric. Oh, Sané. Kriegt wenigstens den Ball irgendwie noch. Und schön geklärt. So, jetzt der Konter. Jetzt muss der Konter kommen. Über. Bittencourt. Kriegt er den Ball noch? Nein, der ist zu stark gespielt von Sané. Da kommt der sonst so schnelle Bittencourt nicht hinterher. Und Polanski. Also Hoffenheim sehr stark. Hoffenheim versucht alles jetzt. Sørensen, gut geklärt. Oh, der Ball war schlecht. Und wieder geklärt von Köln. Schöner Ball auf Sané. Der kriegt ihn aber leider nicht. Schade. Also, bisher würde ich sagen, Hoffenheim wieder stärker. Stärker als der 1. FC Köln. Die machen eine packende Partie hier. Gut. Der sollte ja eigentlich zum 1. FC Köln wechseln in der Winterpause. Hätte uns sicherlich gut getan. Wir haben, stattdessen haben wir eher drauf gesetzt, Gnabry in den Sturm zu setzen. Auch das hat uns ehrlich gesagt gut getan. Bisher eine gute Verpflichtung. Oh, das war stark eigentlich gespielt oder gedacht vom 1. FC Köln. Aber wach gemacht, also das ist eine sehr druckvolle Partie von Hoffenheim. Wir können dem nicht unbedingt viel entgegensetzen, außer dass wir hin und wieder kontern. Gnabry, oh, das war ein guter Ball. Risse ist aber nicht schnell genug, schade. Und wenn Risse nicht schnell genug ist, dann wissen wir Bescheid. Dass gleich Wechseltime ist, am besten Rudi. Polanski. Ah, stark von Olkowski. Bittencourt. Stark gemacht. Höger. Kerim frei. Oh, schlechter Ball. Okay, es ist Wechseltime, definitiv. Es haben sich einige so aufgerieben. Ich sehe auf jeden Fall drei Leute, die es verdient haben, ausgewechselt zu werden. Sané kann raus. Dafür kann Merino rein. Risse kann raus. Dafür würde ich sagen, kommt Rausch. Rausch wird dann auf links versetzt und frei nach rechts. Und Gnabry kommt auch raus dafür. Ja, eigentlich hat sich Zoller nochmal einen Einsatz verdient, oder? Zoller hat gut gespielt im letzten Spiel, als er eingewechselt wurde. Deswegen würde ich sagen, hat er sich auf jeden Fall verdient, hier jetzt reinzukommen. Kerim frei, sehr schön gespielt. Gnabry. Risse. Sehr schöner Ball auf Kerim frei, das war sehr stark gespielt. Und der Pass saß leider nicht. Schade. Gute Möglichkeit. Wenn Bittencourt den Ball gekriegt hätte. Mann. So, die Wechsel sind vollzogen. Jetzt kommt der Eckball und Kerim. Und Hector. Kadayashab erklärt auf der Linie. Stark gemacht von ihm. Oh, das wäre es gewesen, wenn wir hier noch das 2-0 gemacht hätten. Dann hätte ich Ruhe gehabt hier. Gut gespielt von Hoffenheim. Kim Jin-Soo. Und Sørensen. Oh! Direkt auf Polanski, der direkt abzieht. Mann. Gute Möglichkeit wieder für Hoffenheim. Also, wir sind noch keine Top-Mannschaft, das merkt man. Bittencourt. Oh. Schön auf Bittencourt zurück. Das muss es jetzt sein. Das ist es auch. Leo Bittencourt macht das 2-0. Wird direkt beim Tor auch noch gelegt. Sodass es auch noch hätte Elfmeter geben können, wenn der Ball nicht drin gewesen wäre. Aber nein. 2-0 für den 1. FC Köln. Und wieder ist es Zoller, der den Ball vorlegt. Stark gespielt.
auf Bittencourt. Der macht das Ding rein. Und damit haben wir es geschafft, den Sieg mal wieder. Und mal wieder ein 2:0. Wie auch gegen Augsburg. Mal wieder vorgelegt durch unsere Einwechslung. Also die Einwechslungen funktionieren im Moment. Oh, stark. Zoller. Wieder auf Bittencourt. Wieder Zoller. Ah, oh, Kim Jin-Su. Mit Mühe und Not kriegt er Zoller unter Kontrolle. Und damit kein Tor. Rausch. Schön auf Hector. Hector kann jetzt flanken. Macht er nicht. Versucht den Pass eher. Aber das war schlecht. Marc Uth. Guter Ball, Gazal. Gazal ist natürlich auch so ein Kandidat, den man verpflichten könnte irgendwie. Richtig guter Junge. War auch schon mal beim ersten FC Köln im Gespräch. Von daher kann ich mir das ganz gut vorstellen. Aber jetzt ist er ja erstmal zu Hoffenheim gewechselt. Dann lassen wir den auch da. Sehr schöner Ball. Bittencourt. Zoller. Stark gespielt. Auf Hector. Und Zoller! Schade. Baumann hält. Überragend. Mann. Also das wäre es ja gewesen, wenn Zoller hier nochmal das Ding gemacht hätte. Dann würde er sich so langsam empfehlen für... Ja, die Stammformation würde ich fast sagen. Kerim Frey jetzt mit dem Freistoß. Und Riesenchance. Marco Höger war das. Geht voll rein. Aber leider weit über das Tor. Trifft den Ball nicht richtig, kann den Ball nicht richtig platzieren. Naja, schade. Und Heinz. Oh. Das war stark von Gazal. Gut. Nee, die Flanke war nichts. Und das war's. Schlusspfiff hier im Spiel. Köln gewinnt 2:0 gegen Hoffenheim. Damit untermauern wir mal wieder unsere Ambitionen. Definitiv. Gutes Spiel von unseren Jungs. Auch wenn Hoffenheim durchaus in der Lage war, das eine oder andere Tor zu machen. Hoffenheim sehr druckvoll. Sehr, sehr druckvoll, die Hoffenheimer Jungs. Wollten eigentlich mehr als Köln, muss man dazu sagen. Aber ich denke mal, dass wir das relativ souverän runtergespielt haben. Und man sieht es auch an den Schüssen, dass wir mit den Schüssen schon besser dran waren. Hier sehen wir die anderen Ergebnisse. Bayern gewinnt 3:1 gegen Mainz. Ja, das heißt also, ja, dass sie auf jeden Fall wieder ein paar Punkte dazu bekommen haben. Gladbach müssen wir abwarten, wie die gespielt haben. Und ich denke mal, dass wir jetzt erstmal wieder trainieren. Eggestein, Özcan, Frey, Gnabry, ich denke mal, das passt so, dass wir die Jungs trainieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe mal, eine Wertsteigerung mindestens. Ja, Özcan hat es gepackt. Ist jetzt auf 68, sehr schön. Ich freue mich dann eigentlich auf Eggestein. Wenn der irgendwie auf die 69, 70 kommt, dann wird er auf jeden Fall eine richtig gute Option für uns im Sturm. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, was da alles so passiert. So, wir simulieren jetzt erstmal, mal gucken, was da für Nachrichten jetzt noch kommen. Simulation stoppen, damit wir mal... Ah, wir können keine Pressekonferenz mehr machen. Egal, scheiß drauf. Pressekonferenz, doch, können wir noch machen. Okay, perfekt, dann machen wir dann nochmal kurz die Pressekonferenz. Wir werden unsere Jungs motivieren, ganz klar. Und ich denke mal, Lukas Klünter möchte mehr spielen, okay. Und Osako. Okay, das wird natürlich interessant jetzt. Ehrlich, ich weiß nicht, woher diese Spekulationen kommen. Ich habe mit niemandem vor der Presse gesprochen. Natürlich ist es nicht immer einfach, sich in einem Verein zu integrieren. Aber ich arbeite hart daran und die Jungs haben mich bisher sehr gut aufgenommen. Die Fans scheinen mich auch zu mögen. Es gibt also keinen Grund, mich hier nicht irgendwann wohlzufühlen. Aber es stimmt, es ist nicht einfach. Okay, ein bisschen hat das ja zugegeben, dass es ihm nicht so hundertprozentig gefällt. Aber wenn er sagt, so dass er gerne bleiben möchte und sich weiter reinarbeiten möchte, dann ist mir das vollkommen recht. Wir spielen als nächstes gegen Hertha BSC im Halbfinale des Pokals. Unsere Jungs sind nicht hundertprozentig fit. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen rotieren. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie eine Mannschaft aufs Feld bringen können. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir so gut... Muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir haben sehr, sehr gut eingekauft. Dadurch können wir echt... ohne große Verluste wechseln ohne Ende und rotieren. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Also Qualitätsverlust werden wir da nicht richtig haben. Also wir haben ein sehr homogenes Team aktuell. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall wird es gegen Hertha BSC im Halbfinale gehen. Mal gucken, wer dann der mögliche Gegner im Finale wäre. Oh, Wolfsburg oder Stuttgart. Das heißt, die Großen sind auf jeden Fall alle raus. Tja, das ist nice. Das ist richtig nice. Juri. Gut, diese Folge ist damit auf jeden Fall beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Halbfinale des Pokals gegen Hertha BSC. Also,
Viel Spaß und wir sehen uns. Macht es gut. Ciao.